Gentlemen, hallo und herzlich willkommen in der Hoffnung, dass ich laut genug rede oder auch nicht. Ich muss mein Mikrofon wieder höher machen. Warum habe ich das nicht vor der Aufnahme gemacht? Ach, keine Ahnung. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect, in der ich mein Mikro wieder gerade richte. So, Mikros sind schlimm. Wir hatten gesagt, die sollen diese Küche demontieren. Das weiß ich noch, das ist auch nicht mehr so schlimm. Und dann soll hier bitte ein Ziegel-Dings gebaut werden. Dankeschön. Und dann können die nämlich hier irgendwie was hinmachen, wie Gruppenraum oder sowas. Keine Ahnung. Hatte ich mir jetzt einfach mal in meinen total tollen geistigen Ideen so ausgedacht, dass sie das doch machen könnten. Vielleicht müssen wir dafür allerdings die Läden demontieren. Weil die nehmen dann sonst zu viel Platz weg. Vielleicht haben wir dafür da hinten noch Platz, aber die Läden müssen hier definitiv raus. Das heißt, wir sind 100% der Zeit erstmal damit beschäftigt, das jetzt hier irgendwie alles zu demontieren. Und dann mal zu gucken, was dahinter von übrig bleibt. Wir werden mal sehen. Hier müssen wir vielleicht auch noch, genau, ein elektrisches Kabel kann hier auch wieder raus. Und dann müssen wir die Hauptwasserleitung gleich wieder reparieren. So, go for it. Also das finde ich auch noch praktisch, wenn die hier statt einfach nur abreißen Elektro, abreißen Wasser. Wäre ja eine Option, ne? Würde ich jetzt mal gerade sagen, aber egal. So, Entschuldigung, ich habe schon wieder Schluck auf. Warum trinke ich eigentlich immer so einen Tropfen Wasser und dann habe ich wieder Schluck auf? Ach, keine Ahnung. Ich mache denen mal gerade Platz hier in den Werkstätten. Ja, die sollen ja fleißig arbeiten. Jetzt haben wir natürlich einen Punkt, den muss ich ja auch ehrlich gesagt zugeben. Wir haben jetzt so viel Fläche demontiert hier, dass vermutlich, also ich vermute jetzt nur, dieser Baumbestand hier nicht reichen wird, um unseren Hunger nach Holz zu stillen. Weil vermutlich ist das zu wenig. Deswegen mache ich jetzt mal ganz kurz hier übrigens die ganzen Arbeitsflächen leer. Deswegen denke ich mal, müssen wir irgendwo wieder Holz anpflanzen. Also das ist logisch. So, ich habe denen nur mal ein bisschen Platz gemacht, damit die gleich weiterarbeiten können. Unsere Wärter sind immer noch damit beschäftigt, dass hier neue Gefangene angekommen sind. Aber jo. Die hier demontieren jetzt den ganzen Kappes, bauen gleichzeitig hier noch ein neues Gebäude auf. Das klappt ja ganz gut. Einfach mal ein bisschen bauen. Hier die paar Wände da immer eben hinklatschen. Zack. Dann fehlt jetzt noch ein Stück Wand. Oder nee, noch eins fehlt noch. Genau, und dann kann hier nochmal eine neue Wand entstehen. Alle Türen, alle sonst was können raus. Dann kann jetzt hier die Wand natürlich auch weg einmal. Das muss man klar sagen. Die kann weg und dann kann da und da eine Wand hin. Achso, hier hatte ich denen gar nicht gesagt, das sollen sie demontieren. Gut, geht auch. Also erstmal alles raus und dann kann jetzt hier irgendwie... Wobei, das ist ein recht kleiner Gruppenraum. Hat er eine Mindestgröße, Gruppenraum? Gruppenraum. Nein, hat er nicht. Gut, dann sagen wir jetzt einfach mal, da kommt eine normale Tür rein. Und da auch. Wobei, das ist falsch. Da kommt eine normale Tür rein. Und da auch. Gut. Dann würde ich mal behaupten, können die hier ganz friedlich einen Gruppenraum hinbauen. Das sollte eigentlich ohne Probleme klappen. Eben mal die ganzen Wände noch demontieren. Dann kann jetzt hier auch wieder ein Holzboden rein. So zumindest die Theorie. Da kommt Holzboden rein, da kommt Holzboden rein. Da kommt Holzboden rein, da kommt Holzboden rein. Alles gleichzeitig, genau, baut man direkt den Holzboden dahin. Die Tür ist schon mal drin, damit können die Wände auch schon mal zubauen. Alles kein Problem soweit. Sieht gut aus. Also ich glaube, die schaffen das jetzt hier relativ fix, einen Gruppenraum hinzuzaubern. Sobald wir denen die Möglichkeit dazu geben, das schneller zu machen. Hier, gut, die Hauptwasserleitung muss jetzt nicht gefixt werden, weil die natürlich von den anderen Seiten mitbeliefert wird. Aber wir machen es natürlich schon allein aus Prinzip und aus der Tatsache daraus, dass das ja alles nur so ein Sicherheitsverhältnis ist. Das heißt, wobei doch, wir wollten ja den Dings hier mit rausreißen, ne? Den Laden. Und dann können wir hier noch ein Loch reinmachen. Vielleicht können wir dann auch mal eben diese Tür da wieder demontieren, weil die stimmt dann einfach nicht. Tut mir leid. Entschuldigung, habe ich was verpeilt. Tut mir leid. Ich hoffe mal, hier die ganzen Güter, die noch da drin sind, die kommen auch irgendwie da raus. Bewegt Zutaten weg, ja, da kümmert sich irgendwer drum. Gut, Shop Goods in Table, genau. Wenn ihr dafür vielleicht Zeit habt, dann könnt ihr das gerne mal machen. Und das mal eben alles da rausholen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist hier die Mitte. Na klar, ich weiß, wo die Mitte ist. Da und da. Und dann können wir hier mal eben auch da wieder eine Wand hinsetzen. Nein, eine Wand und da eine Wand hinsetzen. Und dann kann da auch wieder eine Wand hin. Steht die Wand? So, jetzt steht die Wand. Und dann kommt hier natürlich überall erstmal nur Parkettboden rein. Da kommt Parkettboden rein. Da kommt Parkettboden und da kommt Parkettboden rein. Und dann können wir hier nochmal eben in die, genau, in die Elektrotechnik gehen. Die Elektronik, oder in die Elektrik, nicht Elektronik. Und das mal eben noch wegmachen und dann stimmt das aber. Gut. Es läuft, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sieht gut aus, das heißt, hier stehen gleich ein paar Türen. Hier steht gleich ein komplett neuer Gruppenraum, den die dann gleich nutzen können. Momentan haben die Roten ja Freizeit, aber da können wir uns gerade leider nicht drum kümmern.
Das ist leider so. Was soll es? Ist es einfach so? Was ist denn da unten los? Da ist angeblich was. Wir durchsuchen hier unten in dem Bereich. Durchsuchen wir auf jeden Fall, weil das ist sehr... Das ist schon wieder diese verdächtige Stelle. Also wenn da jetzt schon zweimal was war, wenn die jetzt hier tatsächlich schaffen sollten, sich durchzubuddeln, dann haben wir ein echtes Problem. Also... Oh, da ist 100% irgendwas. Wir müssen das Ausmaß der Verwüstung mal eben angucken. Tut mir leid. Ich weiß. Da ist 100%ig ein Tunnel. Wir müssen jetzt irgendwie erreichen, dass die hier schnell kontrollieren können. Bis da unten hin ist offensichtlich noch nichts. Dann geht mal da hoch. Geh mal da hoch. Also der scheint noch nicht so weit fortgeschritten zu sein, der Tunnel. Bis dahin aber auch auf jeden Fall schon. Gut, okay. Also wir werden hier einen Tunnel haben, den werden wir dann auch so gerade entdecken und dann müssen wir den halt wieder fixen. Das ist ja der Grund darum, warum wir hier unten diesen Hochsicherheitsbereich hinklatschen, einfach damit da keiner rauskommt. Ganz simpel. Gut, also hier unten sollte das jetzt so gerade fertig sein. Ein bisschen Holzboden fehlt noch, aber das ist ganz schnell gefixt, glaube ich. Zählt Electric Cable, habe ich da den Holzboden vergessen? Nein, gut. Dann baut das mal eben hier den ganzen Rotz, holen die ja so gerade da raus. Das sieht ja soweit gut aus. Also das explodiert hier unten gleich vor Freude. Also da muss jetzt einfach nur jemand die Toilette durchsuchen. Es fängt ja hier auf jeden Fall an. Was soll das? Es fängt ja hier auf jeden Fall an. Also die Toilette demontieren wir jetzt einfach. Fertig ist. Ist keine Lust mehr darauf, dass sie einfach nichts finden. Die Toilette muss jetzt einfach demontiert werden. Und dann werden wir, denke ich mal, 100%ig hier was finden. Also wenn die das, wenn die da jetzt nichts finden, das, also dass da was liegt, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir müssen halt nur den Punkt finden, wer es verursacht hat, also hauptsächlich verursacht hat. Die sind aber auch schnell in dem Holz machen. Ich glaube, wir müssen das so langsam aber sicher echt mal... Die können ihre ganze Leistung nur nicht abrufen, weil das immer zu schnell wieder besetzt ist, hier das Teil. Eieiei. Ja, dann machen wir den doch mal eben hier wieder frei. Ich meine, so viel wie hier drin gearbeitet wird, müsste das eigentlich innerhalb von Sekunden... Hier, ihr habt eine ganze Tischreihe frei, schafft das. Ihr habt auch eine ganze Tischreihe frei. Also ich glaube, wir haben heute dadurch, dass wir währenddessen die produzieren, verkaufen, schon sehr, sehr viel mehr Umsatz gemacht als normalerweise. Merken wir uns. Aber natürlich auch der Punkt, das Holz ist gleich wieder alles weg. Da müssen wir uns dann gleich natürlich auch wieder drum kümmern. Könnte jetzt jemand bitte diesen gottverdammten Tunnel finden? Genau. Danke. Dann zeichnen wir das Ausmaß der Verwüstung. Hier kann man wieder ein Klo hin. Ja gut, weiter haben sie es noch nicht geschafft. Das gebe ich zu. Also das hat sich jetzt noch nicht so ganz gelohnt, Jungs. Dafür, dass es so früh entdeckt worden ist. Aber dafür sind unsere Hundepatrouillen ja gut. Dafür, dass das einfach mal entdeckt wird. Dass da was sein könnte. Gut. Der da oben hört aber auch irgendwie nicht mehr auf zu existieren. Doch, leider. Gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Bäume werden auch wieder ein bisschen fertig. Hier das Scheißzeug wird hoffentlich jetzt langsam aber sicher... Ja, genau. Warum... Achso, ich habe gerade statt Food Tray Forestry gelesen. Ich dachte mir, hä? Und was wollen die mir jetzt damit mitteilen? Achso, ja, hier fehlt wieder ein Stück Hauptwasserleitung. Das muss natürlich mal eben gefixt werden, sonst haben die da kein Klo. Na Jungs, ihr kriegt das hin. Genau, nimm das mal mit. Das muss noch weg, das muss auch noch weg. Oh, was ist hier los? Ich höre was. Hä? Wo sind die? Ach, da. Ja, der ein oder andere beschwert sich, aber das sind ja Wachen. Also von daher sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Das hier müsste jetzt so gerade halt eben noch weggeschleppt werden. Jetzt ist natürlich in der Essensversorgung nur eine einzige Küche für das ganze Scheißzeug hier zuständig. Das ist jetzt gerade kurz relativ wenig, das gebe ich durchaus zu. Nur anders geht es halt gerade nicht. Ja, die Kantine hier, wenn das Essen jetzt hier rum ist, müssen wir das natürlich alles einmal umbauen und dann passt das. Ach, wir haben den Kapelle dahin gebaut. Stimmt, die haben ja gar keine Kapelle. Ja... Haben sie halt keine Kapelle, tut mir leid. Also, das passt jetzt halt wirklich nicht. Ist halt keine Kapelle, fertig ist. Pech gehabt. Gut, okay. Sagen wir mal, das wäre jetzt in Ordnung. Wir könnten allerdings auch mal, wobei da haben unsere Mitarbeiter gerade leider keine Zeit für. Das hätte ich jetzt gesagt, das macht nichts. Da wird sich jetzt drum gekümmert, dass da kann einfach mal weggeworfen werden. Übrigens nur fürs Protokoll. Handy halt die Klappe. Ich weiß, dass du nur noch 2% Akku hast und mir deswegen auf die Eier gehen willst, aber passiert. Muss ich jetzt halt mit leben. So, Stack wegwerfen, das kriegt, glaube ich, irgendeiner gleich hin. Und hier wollten wir jetzt diesen großartigen Gruppenraum hinbauen, damit die jetzt mal aufhören, hier rumzuflamen. Okay, ich muss das jetzt definitiv mal eben abschalten, sonst geht mir das nämlich auf die Nerven. Danke. So. Was kommt da jetzt rein? Billardtisch. Wir wollten ja hier alles wieder reinbauen. Wobei, wir könnten ja theoretisch, wenn ich mal ganz kurz überlegen darf, wie groß muss eine Kirche sein? 6x6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist mega groß.
Ja, das steht, glaube ich, in keinem Verhältnis. Wenn das dann der Gruppenraum werden soll, das kannst du auch keine. Das geht doch nicht, Jungs. Warum hat man sich das ausgedacht, das so groß zu machen? Ich verstehe das nicht. Hier wird das reinpassen. Dann könnten wir Gruppenraum und Besucherzimmer vielleicht zusammenlegen, aber. Ach komm, gib ihm. Gib ihm einfach. Ich meine, die wollen ja auch alles irgendwie haben. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass die hier irgendwie ihre Bedürfnisse befriedigt haben wollen. Das heißt, sie brauchen jetzt nochmal so ein Besucherzimmer. Da ist es. Es hat keine Mindestgröße. Das heißt, wir könnten den jetzt hier theoretisch so ein Besucherzimmer hinklatschen. Zack, dann kommt jetzt hier meinetwegen da eine Wand hin. Dann kommt. Das kann übrigens weg. Das kann übrigens weg. Dann können wir den hier halt wieder. Das ist jetzt wieder so eine Rumprobiererei. Das wegmachen. Und dann könnten wir den hier sagen, wo noch eine Tür wieder hin muss. Nämlich einmal da und da. Und dann kommt da und da nochmal eine Tür hin. Macht Sinn, wohl, ja. Dann würde ich hier sagen, ist wieder der Gruppenraum gefragt. Der ist ja natürlich dann bis dahin. Ja, weil das Besucherzimmer geht dann bis dahin. Dann können wir das Besucherzimmer, wobei, das müssen wir mal ganz kurz machen. Lassen wir die das erstmal demontieren hier, den ganzen Kappes. So, erstmal kommt hier der Gruppenraum hin. Der kriegt einen Billardtisch in die Mitte. Der kriegt, was kriegt der Gruppenraum denn noch so? Ach, der macht gar keine Vorschläge mehr für Gruppenraum. Sofas, Fernseher, ja, irgendwie sowas werden wir den wohl hinkriegen. Haben wir das hier irgendwie? Fernseher vor allen Dingen. Ja, also das ist, glaube ich, denen ganz wichtig, dass die einen Fernseher haben. Sonst flamen die rum. Das heißt, die kriegen jetzt hier, was weiß ich, kriegen einfach irgendwie ein Sofa dahin. Das ist mir jetzt auch eigentlich relativ egal. Hauptsache, die sind halt halbwegs glücklich mit ihrem Gruppen- und sonst was Raum. So, wobei hier haben wir denen ja eine Tür hingebaut. Das wird ein bisschen eng mit dem Sofa. Dann machen wir denen jetzt halt hier hinten so eine Sofa-Ecke hin. Keine Ahnung. So, 500 Sofas muss reichen. Gut. So. Das heißt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Dann kriegen. Vielleicht kriegen sie. Komm. Kommt, gebt ihnen auch noch eine Telefonzelle in die Ecke. Dann passt das. Dann machen wir jetzt hier halt unser Besucherzimmer, sobald das hier demontiert ist. Und dann passt das auch irgendwie. Irgendwie passt das schon. Ladengüter wurden eingekauft. Klar, die haben jetzt natürlich auch keinen Laden mehr hier, das ist klar, aber dann fehlt denen halt der Laden. Der passt ja vermutlich auch noch hier oben irgendwie mit rein und dann stimmt das Ganze schon irgendwie. Ich habe hier die Hoffnung. Warum haben wir die normale Tür auf offen gestellt? Achso, damit das hier nicht mehr so lange nervt. Dann können wir hier den Gruppenraum übrigens demontieren. Der kann dann weg und die Isolationszellen können dann auch weg. Und dann sagen wir denen jetzt einfach hier Gebäude ausräumen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Tschüss, alles einmal raus. Wenn ihr gerade Zeit dazu habt, alles in den Schredder werfen und entsorgen. Außer das, was hier vielleicht hier unten hin sollte. Hier kommt natürlich auch wieder eine Wand hin. Das ist klar. Kein Sicherheitswall, sondern eine Wand. Warum kann ich denn da keine Wand hinbauen? Da, Wand. Und das da hinten natürlich auch mal eben noch demontieren. Das passt schon irgendwie. Ich sehe das optimistisch. Also ich glaube, wir sollten es schaffen, dass sie das jetzt hier relativ fix fertig kriegen. Demontieren wir eben die Tür noch. Warum auch immer man da so lange für braucht. Vermutlich, weil die Zarge mit raus muss. Aber gut, kommt. Danke. Das. Hallo? Danke. Also wirklich, dass man nicht mausklicken kann, wenn das so am Lenken ist. Pech gehabt. Jungs, ihr müsst da nicht rumstehen und nichts tun. Ihr könnt da ruhig auch. Naja, ihr wisst schon. Gut, Besuchertische haben wir jetzt auch wieder zur Verfügung. Ich mache das Ding jetzt ganz simpel. Bumm. Ja. Also, oder machen wir es noch ein bisschen aufwendiger. So. Also, das muss reichen, als Besucherzimmer fertig ist. Lampen kriegt er vielleicht auch noch, wenn ich einen sozialen Tag habe. Da und da kriegt er noch Lampen hin. Und dann hier das Besucherzimmer kann meinetwegen, der Gruppenraum kann meinetwegen hier seine Lampen hinkriegen, fertig ist. Hier die Kapelle kriegt natürlich auch ihre Lampen mit ihrem Heiligenschein da auf dem Deckel. Warum auch immer die Kapelle so unfassbar groß sein muss, ich verstehe es nicht. Kriegt wieder zwei Altare, weil es komisch aussehen muss. Keine Ahnung, warum man das so gemacht hat. Und kommt dann meinetwegen da eine Bank hin. Da eine Bank hin, da eine Bank hin, da eine Bank hin, dahin Bank hin und dann kommen wir noch die Gebetsteppiche rein. Irgendwie passt das schon. Also ich habe keine Ahnung, warum man das meint, so kompliziert machen zu müssen. So. Gut. Ja, also irgendwie passt das schon. Okay, so jetzt haben wir hier natürlich auch wieder Platz für. Genau, das heißt ein Rohr, ein Kabel schon mal auszuspeichern. Danke. Hier muss dann vielleicht auch noch Strom rein oder geht das so? Ich weiß es nicht. Baut den mal eine Wand dahin. Schneller, 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 Jungs. Jetzt bauen wir den Hochsicherheitsleuten hier halt mal eben ihren Luxusknast wieder dahin. Hauptsache, denen geht es wieder ein bisschen besser. Ich meine, wir haben für die ja sowieso momentan nicht so viel investiert, also können wir das auch mittlerweile ruhig mal machen. Ich meine, die haben ja jetzt momentan Arbeit, die Hochsicherheitsgefangenen, und wenn die gleich schlafen, dann morgen sollte das ja eigentlich aber auch alles fertig sein. Ich denke mal, das kriegen wir auch hin, denn
Die haben ja die ganze Nacht Zeit, um das quasi fertig zu werkeln. Auch obwohl sie jetzt noch ein paar Bäumchen wieder abbauen müssen. Gut, okay. Morgen in 12 Stunden kommen wieder 28 neue Insassen. Das ist auch wieder alles, was wir zur Verfügung haben in der Einlieferung. Woll, 28, ja. Wie viel Platz haben wir? 353, 400, können locker 28 Leute hin. Das ist gar kein Problem. Die kriegen wir locker unter. Und hier noch ein paar Gebetsteppiche einbauen, ein paar Sitzbänke hinbauen, damit hier das auch alles relativ fix fertig wird. Ich denke mal, das sehen wir ganz optimistisch. Ich weiß noch nicht, wofür man beim Teppich Schraubenzieher braucht, vielleicht um ihn an den Boden festzuschrauben, aber ich glaube, das klebt man eher, wenn er nicht rutschen soll auf dem Laminat hier, auf den Holzbohlen, auf den Holzdielen. Die ganzen Kirchenbänke stehen, das ist schon mal ein guter Anfang. Der nächste Gebetsteppich kommt, die Altare kommen zuletzt. Die wiegen ja auch am meisten, das ist ja meistens irgendwas aus Stein. Ja, also das dauert natürlich ein bisschen, bis er da ist. Und dann können wir hier im Besucherzimmer, ja gut, der hat dann doch halt keinen Anschluss, tut mir leid. Kriegt er jetzt nach unten einfach einen Anschluss. Ja. Pff, keine Ahnung, wir machen es jetzt einfach so. Ich habe jetzt keine Lust, da wieder ein 10 Kilometer Kabel reinzulegen. Sieht das hier aus? Kompliziert, ja. Ich finde, es geht. Also von dem Stromkabelgedöns her sieht das alles eigentlich ganz gut aus. Ein paar Lampen fehlen natürlich noch. Hier hinten wird gerade fleißig Holz gefällt. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind natürlich ein bisschen beschäftigt. Aber die Kirche. Altar steht doch da drin. Was? Der Altar steht doch da drin. Kirche? Kapelle? Was auch immer du bist. Du bist Kapelle. Da steht ein Altar drin. Also eigentlich müsstest du fertig sein. Weiß zwar nicht, warum der jetzt denkt, da wäre kein Altar drin. Entjuckt mich auch ehrlich gesagt nicht. Sollte halt rumflamen, ist mir jetzt gerade mal egal. So, da oben wird auch schon fleißig telefoniert und sonst was. Besucherzimmer. Ach ja, das ist jetzt natürlich unsinnig. Ach, pff, scheiß drauf. Da kommt natürlich noch mal ein bisschen Parkett hin. Da kriegen wir auch noch hin. Und da oben fehlt jetzt noch so ein paar Stromkabel, zwei Stück noch. Der Fernseher hat noch keinen Strom. Ja. Das passt schon irgendwie. Ich sehe das optimistisch. Ja, also hier noch eben die zwei, drei Stromkabel hinklatschen. Drei Stück an der Zahl fehlen noch. So, da fehlt noch eins. Jetzt hat der Fernseher auch Strom. Und dann ist das letzte Kabel noch fertig und dann passt das. Hier wird gerade die komplette Baumschule gefällt. Aber dafür ist sie ja da. Hier, Essen. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall auf die Kette kriegen. Weil wir haben jetzt gerade momentan nur eine Low-Küche. Die kann sich nicht um alles kümmern. Das geht nicht. Also hier, das muss alles raus. Das muss alles raus. Die Lampen müssen raus. Alles muss raus. Punkt. Machen wir das jetzt mal ganz einfach. Alles muss raus. Hier, das muss raus. Türen müssen raus. Demontiert fleißig, denn Essen gibt es bereits in ein paar Stunden. Und da müssen sie sich jetzt echt fix dran halten, um das alles fertig zu kriegen. Also wirklich, wenn die Hochsicherheitsgefangenen morgen kein Essen kriegen, gibt es natürlich voll den Aufstand. Und das will ich ja eigentlich vermeiden. So. Was wir den auf jeden Fall schon mal hier hinklatschen können, ist eine Küche. Ich weiß noch nicht ganz, in welchen Abmaßen, was das Praktischste ist. Machen wir den jetzt einfach nur so eine große Küche dahin. Wobei wir hier die mittleren zwei rausnehmen können. Da können Personaltüren rein. Bitte einmal dahin und einmal dahin. Dann hier natürlich eben einmal weiße Fliesen. Weiße Fliesen. Weiße Fliesen. Weiße Fliesen. Und natürlich auch eben nochmal der Hinweis, dass da auch wieder Personaltüren rein müssen. Hier einmal den Ausweis. Das soll Küche werden einmal. Wenn es ein 5er Abstand ist, sollte stimmen. Woll, jo, sieht gut aus. Das heißt, wir können jetzt hier uns um die Einrichtung kümmern. Da kommt eine Spüle hin und da kommt eine Spüle hin. Daneben kommt eine Gefriertruhe. Die wird da oben auch nochmal gedreht. Dann kommt da Herd. Gefriertruhen kommen ja auch noch ein paar hin. Kühltruhen oder wie auch immer man das nennen möchte. Keine Ahnung. Zack, zack. Und natürlich noch ein paar Herde. Weil Herde sind natürlich das Wichtigste hier momentan in der Küche. Und die dürfen natürlich nicht fehlen. Sollen wir übertreiben? Wir übertreiben. Wir übertreiben gerne mal. So, dann ist das jetzt hier unsere Küche, die wir gleich einfach kopieren können. Natürlich fehlt hier noch ein bisschen Lampe drin. Nein, Mitarbeiter, wollte ich nicht entlassen. Tut mir leid. Gib mal Lampe. Da kommt Lampe hin. Da kommt Lampe hin. Da kommt Lampe hin. Gut. So, Stromkabel. Wie sieht das aus? Hier könnte allerdings... Ah, wobei, die Leitung ist gar nicht mal so falsch. Wobei, doch irgendwie schon. Knapp daneben ist ja auch vorbei. Kennt man ja. Das kann raus. Dann müssen wir halt hier gleich einen Direktanschluss darunter legen. Nach da und nach da. So, steht. Gut, Küche passt. Go for it, Jungs. Der da hat nicht zu sitzen, der hat Arbeit. Deswegen weg mit dem Scheiß. Tablett dreckig. Irgendwer wird sich da vermutlich drum kümmern. Vermutlich der Koch, der sammelt das jetzt alles zusammen. Dann kann der ganze Scheiß aber mal eben hier raus. Das kann, genau, das wird auch demontiert, das Licht. Alles demontieren, alles demontieren, alles demontieren. Gut, perfekt. Hier rechts wird gerade schon die neue Küche gebaut. Die jetzt quasi direkt schon ans Netz geht.
Hier hinten auch mal eben, wisst ihr was, Gebäude ausräumen. Ich meine, wir haben ja quasi sozusagen denen eh schon ein Todesurteil gegeben. Gebäude wird ausgeräumt, hier wird mal eben noch ganz kurz demontiert. Auch das, was da drin ist, wird einmal demontiert, weil das bauen wir ja nochmal neu. Ja, alles einmal raus, danke. Besucherzimmer wird auch einmal demontiert und nochmal neu. Die Räume hier oben sind, die werden alle erstmal von der Funktion befreit. Und dann müssen wir vielleicht noch gucken, die Türen werden demontiert. Dann können wir dazwischen eigentlich schon mal alle Wände rausreißen. Zack. Und dann können wir mal gucken, wie wir das jetzt morgen geregelt kriegen. Ja, sieht doch gut aus, oder? So, in der Hoffnung, dass das hier klappt, sehen wir uns selbstverständlich, wenn ihr mögt, böse wie ich bin, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, liebe Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.